Hallo, ich bin Simon, euer Muskelmacher. Ihr hört schon und ihr seht natürlich schon, wir sind in unserem neuen kleinen Gym. Wir haben die letzten Tage richtig gerackert und meine Hände habe ich gerade mal noch so sauber bekommen. Die sahen cool schwarz aus, meine Hose sieht immer noch aus, als hätte ich Kohlen geschüppt. Genauso sah es natürlich hier auch gestern noch aus und wir haben ja alles gegeben, Blut, Schweiß, Tränen und so weiter und so fort, um hier neues kleines Gym aufzubauen. Ja, es wird einfach unser kleines privates Gym, wo wir trainieren werden, wobei genau genommen ist es ja gar nicht richtig, weil wir werden es ja für die Jungs und Mädels machen, wa? Ich meine, natürlich trainieren wir hier und eröffnen kein Fitnessstudio neu in Berlin. Es gibt hier jede Menge Fitnessstudios, wo man für ganz wenig Geld trainieren kann. Da könnten wir gar nicht mithalten von den Preisen her. Das ist auch gar nicht unser Ziel. Aber im Grunde genommen machen wir das nicht für uns, sondern wir machen das eigentlich für die, oder? Ja, im Grunde genommen machen wir es für euch. Es geht im Endeffekt darum, dass wir hier was schaffen wollen, wo wir die Möglichkeit haben, ja, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr zu drehen, was auch immer wir wollen. Und deswegen, es ist hauptsächlich dafür gedacht, dass wir hier arbeiten können, dass wir hier unser Hobby zwar leben können, aber das Hobby ist ja bei uns. Ja, für mich ist das natürlich auch ein Kindheitstraum, das gebe ich auch gerne zu. Also das ist einfach eine Win-Win-Situation. Wir haben unser eigenes Gym, wir werden nicht ständig angeguckt oder angesprochen, ständig irgendwie wieder auch mental aus dem Training rausgeholt, wenn wir irgendwie jetzt in einem anderen Fitnessstudio trainieren, wo man natürlich erkannt wird. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, 24/7, so wie Sarah das gesagt hat, unser Training zu machen und uns auch voll und hundertprozentig mit übertriebenem mentalen Fokus auf unser Training zu fokussieren und damit zu befassen. Aber das ist natürlich auch für euch einfach ein Riesengewinn, auch für diejenigen aus dem Muskelmacher-Trainingsprogramm, die einfach wissen wollen, wie mache ich welche Übung von A bis Z, worauf muss ich achten, was darf ich auf gar keinen Fall machen. Hier haben wir die Möglichkeit, euch alles zu zeigen. Das ist jetzt hier auch noch nicht vollständig. Wollt ihr noch so ein paar Geräte kaufen, oder? Ja, auf jeden Fall fehlt natürlich noch ein Powerrack. Also okay. Da sind wir uns einig. Das hatten wir nie gehabt, glaube ich, in den richtigen Fitnessstudien, wo wir waren. Aber wenn wir das in unserem eigenen haben, ein Powerrack. Aber man muss halt ehrlich dazu sagen, das ist hier natürlich harte Arbeit und es wird zukünftig harte Arbeit sein. Und die Hände tun richtig weh vom Schleppen und natürlich auch unser Team hat uns wunderbar unterstützt. Ja. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr seid wirklich die Besten. Das, was ihr hinter uns steht, sind einige Tonnen an Eisen, die müssen bewegt werden. Also es war unglaublich. Aber ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass es jetzt in nächster Zeit dann sozusagen auch noch ein bisschen mehr Möglichkeiten gibt, für uns aus dem Training zu berichten, für euch natürlich aus dem Training was zu zeigen. Und ich hoffe natürlich, dass die meisten von euch das erkennen. Und diejenigen, die es nicht erkennen, die tun mir dann halt einfach leid. Bei Facebook habe ich auch schon gesehen, so die ersten Neidkommentare. Ja, so ein Fitnessstudio kostet Geld, aber mit so einem Fitnessstudio verdienen wir natürlich auch irgendwo unser Geld. Das ist unser Job, das ist unsere Passion, das ist unsere Leidenschaft, das ist unser Leben. Also was will man eigentlich mehr? Ja, also hier kommt noch so einiges rein. Ihr könnt ja nachher, oder ihr könnt jetzt schon mal so einen kleinen Blick nach hinten werfen. Also die Griffe und so weiter, das ist alles noch unvollständig. Da kommt noch so einiges hin. Genau. Hier werden wir uns noch so ein bisschen was anschaffen. Noch so ein paar neue Sachen dazugeben. Gerade was die Kurzhantel angeht, haben wir natürlich schon eine immense Auswahl. Also das ist wirklich alles da. Bis hin zu 45 Kilo Hanteln, aber auch das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Da kommt auch noch mehr rein. Ich glaube, eine 55er ist bei uns noch in Planung oder eine 60er Hantel. Da braucht man natürlich, wenn man dann noch irgendwann auf die ins dicken Oberarme zusteuert, braucht man natürlich auch dicke Hanteln. Ist natürlich klar. Ansonsten so ein paar Kleinigkeiten. Wird alles nach und nach kommen. Wir freuen uns drauf. Und ich glaube, ihr werdet auf jeden Fall zu den Gewinnern gehören. Was das hier wird, das ist auf jeden Fall für euch eine richtig gute Sache, weil ihr letztendlich davon profitieren werdet. Ja, das war's dann soweit von mir. Ich muss weg, ich bin fertig mit den Nerven. Ja, endlich mal wieder ausschlafen, wäre auch schön. Und ich glaube, das werden wir morgen früh machen. Wir sehen uns im nächsten Video. Viele Grüße, euer Simon und eure Sarah.